In diesem Video möchte ich dir ein paar Tricks zeigen, wie du dich im Browser sicher durchs Netz bewegen kannst. Zunächst einmal ist da der Inkognito-Modus über diese drei Punkte, neues Inkognito-Fenster oder auch übers Menü, wird dieser Modus mit einer anderen Benutzeroberfläche geöffnet. Bei anderen Browsern heißt es dann vielleicht auch privates Fenster oder so. Und dieser Modus bewirkt, dass keine Daten gespeichert werden, also der Verlauf wird nicht aufgezeichnet, die Cookies werden nicht gespeichert und Formulare werden nicht automatisch ausgefüllt. Ich brauche diesen Modus meist bei Seiten, denen ich nicht ganz über den Weg traue und auch um Seiten zu testen, bei denen ich normalerweise angemeldet bin und so kann ich quasi die Sicht eines Gastes nochmals erkennen. Dieser Modus schützt dich aber nicht wirklich, also du kannst dich beispielsweise nicht anonym durchs Netz bewegen. Die IP-Adresse und weitere Angaben zu deinem Computer werden natürlich trotzdem übermittelt. Dann zu den Einstellungen, wiederum über diese drei Punkte, Einstellungen und etwas weiter unten hast du diesen Bereich Datenschutz und Sicherheit und zunächst gerade einmal Browserdaten löschen. Du hast die grundlegenden Einstellungen. Da kannst du einen Zeitraum wählen, zum Beispiel alle, die gesamte Zeit oder auch nur die letzte Stunde. Und hier kannst du dann noch auswählen, ob nur der Browserverlauf oder eben auch die Cookies oder Bilder und Dateien im Zwischenspeicher, im sogenannten Cache, gelöscht werden sollen. Und unter Erweitert hast du dann noch viel detailliertere Angaben. Ich mache das jetzt aber nicht. Da gleich noch zu diesen Cookies, das sind ja solche kleinen Dateien, die beispielsweise Voreinstellungen einer Seite, teilweise auch Passwörter oder Formulareingaben speichern. Und die haben natürlich den Vorteil, dass du auf dieser Seite dann nicht jeweils immer wieder von Neuem beginnen musst. Andererseits ist es ein gewisses Sicherheitsrisiko, wenn da Daten aufgezeichnet und auf deinem Computer abgelegt werden. Die Cookies kannst du ganz global einstellen. Und du kannst auch für bestimmte Seiten dann einstellen, ob diese Cookies speichern dürfen oder eben nicht. Du kannst auch einstellen, ob du immer gefragt werden sollst. Da überlegst du dir am besten, was für dich die richtige Einstellung ist. Ich habe jetzt so die mittlere Einstellung, dass ich grundsätzlich Cookies zulasse, aber zum Beispiel im Inkognito-Modus werden sie blockiert. Und wie gesagt, von Zeit zu Zeit lohnt es sich wahrscheinlich, diese Cookies dann auch wieder mal zu löschen. Auf jeden Fall, wenn du auf einem fremden Computer surfst, da macht es auf jeden Fall Sinn. Und dann noch Sicherheit. Hier kannst du die verschiedenen Levels der Sicherheit einstellen. Ich habe hier Standard eingestellt. Das ist ein guter Mittelweg, wo die wichtigsten Gefahren ausgesperrt werden. Bei den erweiterten Einstellungen, da braucht es dann doch ein gewisses Grundwissen. Da würde ich jetzt nichts ändern, ohne dass du von einer Fachperson entsprechend instruiert wirst. Und zu guter Letzt noch die Website-Einstellungen. Hier kannst du für ganz bestimmte Websites Einstellungen vornehmen. Hier werden mir die letzten angezeigt, die ich gebraucht habe. Und ich kann auch spezifische aufsuchen in dieser Liste. Oder dann kannst du für bestimmte Systemfunktionen wie den Kamerazugriff bestimmen, welche Webseiten da die Berechtigung haben. Wenn also beispielsweise ein Programm reklamiert, dass es keinen Zugriff aufs Mikrofon oder auf die Kamera hat, so kannst du hier diese entsprechende Webseite wieder freischalten. Und dann hat es hier unten noch verschiedene weitere Einstellungen auf Ebene Webseite, beispielsweise JavaScript, wenn es damit ein Problem gibt. Du kannst hier nochmals die Cookies für jede einzelne Webseite noch anpassen und auch Pop-ups, also ob eine
Seite den Befehl eines Pop-up-Fensters durchgeben kann. Ja, das wären so die wichtigsten Sicherheitseinstellungen. Und noch zum Schluss, für die Nerds unter euch, zeige ich den Entwicklermodus, auch wieder drei Punkte. Weitere Tools, Entwicklertools, und hier springt so diese Seitenleiste auf. Du siehst einerseits den Code der Seite und hier kannst du auch beobachten, wie die Seite geladen wird, wo es allenfalls Probleme gibt. Da werden Fehler angezeigt. Das ist also eine wertvolle Ressource für Webentwickler beispielsweise. Ja, das wär's. Ich wünsche dir ein sicheres Surfen mit Google Chrome.